Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, es ist soweit. Viele haben sich gewünscht, dass wir mal so eine Art Try Not To Love Challenge machen. Ich bin nicht so ein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen, aber bei vielen Sachen muss ich persönlich einfach nicht lachen, denn es ist weird, wenn ich einfach nur sitze und mir irgendwas ansehe. Aber ein paar Leute haben mich auf die Idee gebracht, mir beste deutsche Memes anzusehen. Das ist tatsächlich so eine Meme-Reihe, halt von bekannten, deutschen, lustigen, kurzen Clips. Ich denke, jeder von euch hat zumindest schon mal ein Video davon irgendwie gesehen. Und da muss ich tatsächlich immer lachen. Also ich habe mir jetzt bis 7 schon alle angesehen. Und dachte, hey, es wäre vielleicht ganz cool, wenn wir dann darauf einfach eine Reaction machen. Ich werde mir die restlichen jetzt ansehen. Ich glaube, es geht hoch bis 14 aktuell. Bis 7 habe ich sie privat schon geguckt und ich weiß, dass da nice Sachen dabei sind. Ich werde mir immer 2 pro Video ansehen. Dann ist es nicht ganz so kurz und ich komme über 10 Minuten. 300 IQ, Freunde. Wir fangen heute an mit beste deutsche Memes 8 und dann noch 9. Und mal sehen, vielleicht kenne ich auch noch nicht alles. Also viele, muss ich sagen, viele kenne ich logischerweise schon. Aber ich bin gespannt, Freunde. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und schreibt einen wunderbaren Kommentar, damit das Video auch in den YouTube-Algorithmus gut aufgenommen wird. Und dann schauen wir zusammen rein, Freunde. Los geht's. Jo. Kenne ich noch nicht. Wolfgang, pass auf! Jo. Ach du Scheiße, der hat den Reifen verloren. Diese alten Opas, das erinnert mich an diesen Rüdiger-Clip. Der Rüdiger ist Legende, den kennt jeder. Bruder, ist mit dem Flugzeug Scheiße, irgendwas passiert? Der hat einen Reifen verloren! Huch! Der hat einen Reifen verloren! Das ist super, das ist eine Szene, die tatsächlich ständig passiert, so auf Partys. Und? Was machen Sie so beruflich? Und dann sage ich mal, ja, man sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach und... Digga, es ist jetzt ehrenlos, darüber zu lachen. Henry 29. Amtor muss sich mal richtig einsaufen und eine Alte ballern. Ja, dagegen spricht gar nichts. Das Was? Was? Oh mein Gott, der Typ ist echt einfach der Inbegriff von Cringe, glaube ich. Eine Alte ballern. Ja, dagegen spricht gar nichts. Das Sprachniveau würde ich so jetzt nicht verwenden, aber... Ich bin ja auch Politiker. Ja. Gut, also wenn Sie jetzt... Was? Was ist da los? Den kleinen Spoiler mache ich jetzt. Oh nein, den kennt jeder, den kennt jeder. Wo? So, da rein. Fantastisch. Hey Rezo, du alter Zerstörer. So war der erste Satz. Wow, wie cool. Cool, oder? Ey, das ist einfach unangenehm, Leute. Unangenehm. Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht. Ich bin reich! Ehrenmann. Und ich scheiß auf alles. Diesen 600.000 Euro Rolls-Royce habe ich in einem Monat verdient. Das ist wirklich ein gutes Video. Läuft und läuft und läuft. Scheiße. Meistens jedenfalls. Ey, ganz ehrlich, die Leute, die jetzt hupen, verstehe ich nicht. Die sehen doch wohl, dass er obviously nicht mit Absicht stehen geblieben ist, so. Als ob er jetzt mit Absicht da steht. Bauer sucht Gang. Meinst du, tut mir ein bisschen leid. Der Arme. Ja, Leute, fahr mal vorbei. Ja, ist doch so, hä? Scheiße, wie viele Arsch da. Guck da wieder einer! Wäre ich doch den Hinterberg umgefahren! Ja, okay, aber an so einer Stelle ist schon kacke. Also an so einer Stelle ist echt schon kacke, muss Scheiße. Man sagen. Schon kacke. Er läuft zurück, Mensch! Er läuft zurück, ich Schwein! Jetzt nur die Nerven behalten. So was hab ich noch nie gehabt! Der Arme, man tut mir voll leid! Er weiß gar nicht weiter. Bulli, sonst oh ja, ja, den Clip kennt man, den Clip kennt man, den kennt man. Selbst ist heute leicht gereizt. Kennt man, Bruder. Jauche fahren ist Männersache. Das kennt man auch. Da lässt er sich nicht helfen. Och nee, Mann, er tut mir so leid. Er tut mir so leid, Mann. Oh, die ganze Gülle läuft runter, Bruder. Scheiße da. Oh nein, er versucht so oft. Es klappt richtig lange nicht. Scheiße, leck mir was. Früher ging das immer ruckzuck, aber mit 72 ein Kraftakt. Tut mir so leid, Bruder, tut mir so leid. Oh, Erz, Erz, Erz. Los, oh.
Bruder. Ja, okay, Classic. Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Und warum hast du eine Maske auf? Dann blasen wir nur ein. Oh, Ehre, wirklich. Oh, das kenne ich auch. Das kenne ich auch schon. Fahr weiter! Ah! 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 Oder? Mathematik. Hans Götze Flammenwerfer. Jawohl! Ich bin die Elsa Esselstein aus Hessen. Hey. Und ich bin total sauer, weil meine Mitschüler... Das ist einfach nur cringe. Einfach nur cringe. Weil ich angeblich so lüstle. Und das stimmt gar nicht. Hier ist der Beweis. Baum. Hallo Leute und... lecker, lecker. Ey, Zello-Boy, Ehrenmann. Ehrenmann. YouTube-OG-Boy, ja? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt ein Meet... Aber, ja, bevor wir anfangen. Ich habe keine fettige Haare. Das ist Kokosöl. Lass dich drüber streiten jetzt. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt ein What in my... Also mein Kühlschrank-Tag. Ich habe mir auch einen Kaffee gemacht. Lecker, lecker. Jo, hier steht es. Lecker, lecker, Leute, Insider. Ja. Jetzt bitte lecker, lecker in die Kommentare schreiben, Leute. Bitte, für Zello Boy. Das ist nur, um das Sand in mein Auge wegzumachen, wenn ich es ausschieße. Ich habe sie schon in Geburtstag, doch die, wozu sind die in Geburtstag, sind in dieser wunderschönen Kiste drin. Ich soll jetzt schon trinken. Lecker, lecker. Ich muss einen Kaffee trinken, tut mir leid. Lecker, lecker. Ah, lecker, lecker. Ich muss wieder. Er macht jedes Mal. Ah, lecker, lecker. Ehrenmann. Er ist Ehrenmann. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, er ist Ehrenmann. Weil der Duft einfach der Oberhammer, mega Affen, Titten, geil ist. Einfach ohne Scherz. Ich mag diesen Duft, der ist wirklich richtig, richtig gut. Mann, Leute, Mann, Kaffee macht mich da zappelig, ne? Aber Finger oben, man muss ihn loben. Ah, lecker, lecker. Okay, Freunde, das war jetzt der Teil Nummer 8. Er war echt gut, muss ich sagen. Vieles kannte ich noch nicht. Und wir schauen Teil 9 rein, Freunde, let's go. Ich werde ja oft gefragt, Dieter, wie beweise ich mein Talent beim Coin Master? Man braucht natürlich auch ein bisschen Glück. Am wichtigsten ist, ruhig zu bleiben, wenn ein Dorf angegriffen wird. Ganz gelassen, wie ein LKW-Fahrer. Ich bin LKW-Fahrer. Ich weiß nicht, irgendwie, die Werbung mit Dieter finde ich irgendwie ein bisschen cringe, aber von allen Coinmaster-Werbungen noch die uncringigste. Wisst ihr, was ich meine? Den die Polizei verfolgt so. Und dessen Bremsen aufgeben. Mensch, jetzt, warte mal, kleinen Moment, da ist auch eine Scheiße hier, du. Können Sie mir erklären, was... Freunde, einfach genießen jetzt. Schaltjahr ist? Ja, sicher, klar. Was denn? Ein Tag mehr im Februar. Genau. Tag, ja. Schön, wie Sie das wissen. Ja, nun. Und warum aber ist das so? Oh, jetzt, Freunde. Ja, warum ist das so? Alle 4 Jahre. Warum? Da kommt sie, da kommt sie! Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Hallo. Hallo, na? Na, was machen Sachen? Wir reden gerade über das Schaltjahr. Das ist so süß irgendwie. Nee. Das ist so süß. Sie will einfach mitreden. Sie kommt einfach rein so und redet einfach mit. Sie ist irgendwie süß, oder? Seid ehrlich, sie ist richtig süß. Nee, du weißt. Aber auch Ehrenmann, Freunde. Big Tasty Bacon Tester. Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt gegessen. Und immer waren sie warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Ich kann ihn verstehen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Kann ich verstehen. Das Aussehen. Ah, kenn ich schon. Den kenne ich von Sascha, den Clip. Ehrenmann! Laufen! Geil! Dieser ganze Fick-Scheiß-Arbeit! Wochenende! Ich bitte euch! Saufen! Saufen! Scheiß-Arbeit! Wochenende! Okay. Porsche Panamera, der Hammer! 15.000 Euro im Monat! Ehrenmann. Danke, Mann! Danke, Mann! Vor einem Jahr habe ich angefangen mit dem Trading. Digga, der Übergang. Schaut euch diesen Übergang an von der kleinen Cam in die große Cam. -3 FPS. Mann, die Gruppe ist das geilste. Vor einem Jahr habe ich angefangen mit dem Trading.
Und jetzt schau mich an, jetzt fahre ich in Porsche Cayman S. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Geil, Mann! Ehre, Alter! Geil! Das ist das Beste, was du machen kannst. Alles! Glaub mir, Leute, Trading hat mein Leben verändert. Ich glaub dir! 15 Riesen! Richtig geil! Einfach bei WhatsApp schreiben. Es geht direkt ab. Also ich kann jedem empfehlen, das zu versuchen. Das ist kinderleicht und der Erfolg ist ja offensichtlich. Porsche! Ich glaub dir. Das ist Knoppers, die gute Milchhaselnussschnitte. Knusprig leicht und knopperfrisch. Würde ich kaufen nach dieser Werbung? Würde ich kaufen. Knoppers, das Frühstückchen. Erzfeind! Was? Talk Erzfeind. Hä? Was ist das? Darf ich kurz was fragen? Wir brauchen wieder dein Käse. Aber hä, was ist das? Du bist doch der Erzfeind. Was ist der Erzfeind? Kenn ich, was ist das? Kenn ich nicht. Du bist der Quatsch. Junge, der Feind. Der Feind. Verdammte Schwein. Fick dich. Hammer ab, du Vogel. Fick dich. Ich will mich rasten. Hä? Ich check das nicht. Warum? Was ist mit diesem Mann? Fick dich. Der Feind. Gesehen, aber da ist er. Der Feind. Der Erzfeind. Ist das Adlersson? Hört sich an wie Adlersson. Der Erzfeind. Der Erzfeind. Ist das wirklich der Erzfeind? Hä, ich check's nicht. Also, ich weiß nicht, ob sie... Die machen sich halt überall lustig, obviously. So, ich weiß nicht. Finde ich nicht so nice irgendwie. Schalke Freaks! Oh doch, ich kenne die. Oh mein Gott, ich kenne die. Ich kenne die. Also nicht persönlich, aber ich kenne den Clip. XTV! Oh yeah! Hi Leute! Ich bin's wieder, Janjan. Und ihr habt bestimmt mit... Janjan, Bruder, okay. ...mitbekommen, dass Schalke... Kann jemand Nummer klären vielleicht, Bruder? Danke. ...den DFB-Pokal gewonnen hat. Stopp! Ich darf mich doch wohl mal eben vorstellen. Moderatorbasis, Digga, auf Moderatorbasis. Hoyo Mekesan, I'm a Marco Marocco Mekesan, Konnichiwa. Oh. Hamburg City, Altona! Du fährst hier drum hin, doch ich rasiere dein Team. Lachschuh, mach mich auf Baba Rapper, denn du bist ein Hundefresser. Allo, allo, du hast gehört, es ballert und ballert gegen eine Scheibe, Scheibe. Du heulst Challenge vor der Kamera, Kamera. Gegen Scheibe, Scheibe, Kamera, Kamera. Denn du bist ein Nix-Gunner, ey. Ich wollte schon immer ein Rapper sein und werde ihn schon in ein paar Jahren einer sein. Jetzt. Okay. Und ich will mich hier da runterziehen. Doch, ich gehe nicht runter, weil hier ist Hamburg City, Altona. Ja, warte, Mathe-Mann. Oh, Mathe-Mann. Mach dich bereit für meinen Partystrahl, der dich nicht mehr an Mathe, sondern an Partys und Freunde denken lässt. Ah. Mathe-Mann, Ehrenmann. Kurvendiskussion ist viel interessanter merkt euch als Freunde und Partys. Meine und Devise, Leute, meine Devise. Du kannst so gut Mathe. Das ist mathematisch korrekt. Wow, Leute, ey, das war wirklich gut. Ey, das war wirklich gut. Also ich habe mir, wie gesagt, die anderen Teile habe ich mir so schon gegeben. Aber wir können gerne, wir haben noch, wie gesagt, bis 14 geht's, glaube ich, hoch aktuell. Und dann können wir uns die Teile immer gerne ansehen. Macht auf jeden Fall Bock. Waren coole Sachen dabei, ein paar hatte ich noch nicht und ein paar Classics waren dabei, ja. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Habt einen wunderbaren Tag, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Bleibt fresh, so wie immer und ciao.